Servus Leute, was geht? Mein Name ist Cheyenne Garcia. Ich bin in der wunderschönen Stadt Kassel. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist eine Ehre für mich. Ich bin gespannt, wen ich treffen werde. Aber ich habe ein gutes Gefühl im Urin und im Anus. Also, meine Damen und Herren, mein Name ist Cheyenne Garcia und ciao. Hi. Hi. Wie heißt du? Faria. Faria. Und du? Fahima. Aber ihr seid keine Schwestern. Doch, doch. Hi. Hi. Wie heißt du? Amira. Amira, ein wunderschöner Name. Dankeschön. Amira, wie alt bist du? 23. Woher kommst du? Von hier. Von Kassel. Von hier? Von hier. Aus welchem Land? Von Deutschland. Bist du keine Deutsche? Doch. Aufgewachsen? Ja. Familie Deutsch? Ja. Was heißt ja? Ja. Wer ist älter? Ich. Wie alt bist du? 24. Und du? 26. Funktioniert das auch? Warum soll das nicht funktionieren? Ich weiß nicht. Hörst du nichts? Ja, du hörst ja. Das ist doch nicht an. Woher willst du das wissen? Ich weiß nicht. Muss das nicht laut wirken? Das ist ein Mikrofon, das geht dahin. Das Ding ist gar nicht an, ich höre nichts. Was hier, was steht da? I love yourself first. Auf Arabisch. Warum auf Arabisch? Weil es eine schöne Sprache ist. Wie viele Tattoos, was ist, steht hier alles? Was ist da los? Boah. So ein Horoskop oder was? Ja, also ein Auge, ein Mond und ich schwöre, das Beste links, rechts einfach. Du hast sie tätowiert links, rechts? Ja, Mann. Weil du nie weißt, wo links, rechts ist? Ja, ich schwöre, ich habe so eine Schwäche. Ich weiß nicht, ich verwechsel das. Weil beim Autofahren ist das richtig gut. Guck mal, du lenkst und du musst nicht nachdenken, ja, ne? Hier steht links, hier steht rechts. Was? Findest du, eine Frau sollte für einen Mann leben? Sollte sie zu Hause bleiben und der Mann geht arbeiten? Kommt drauf an, wenn er gut verdient, dann warum nicht? Ja, klar, da kann man arbeitslos sein, ne? Auf seinen Nacken leben, ne? Ja, und die meisten der anderen sagen, kannst arbeiten gehen, das Geld kann für dich bleiben. So. Ja genau, eine Frau sollte schon selber selbstständig sein und Geld verdienen. Was geht ab? Was dreht ihr? Ey, ich sag euch klar, ich bin Kassel-Katastrophe, ne? Jeder. Warum? Ey, Kicho, komm mal her, jetzt wir haben Chance einmal auf YouTube zu kommen, aber das zick ihm, Digga. Komm mal her. Hast du einen Freund? Nein. Warum? Keine Lust. Aber du bist stylisch drauf, mit dir, ich glaube in einer Beziehung war nie Stress mit dir. Nein! Ich mag diese langweiligen Leute nicht. Hast du schon mal so einen langweiligen gehabt? Ja. Ja. Und dann? Ja, ciao. Aber warum lacht deine Freundin so wie ein Scheitan gerade? Da kam ein Lachen raus. Oh. Wie heißt du eigentlich? Ich, Eddie. Eddie? Was ist Landsmann? Jugo. Ist Jugo? Nee. Eddie, du siehst stylisch aus. Nee, der Jacke. Ich war gerade in der scheiß Schule, Digga. Ja? Sie sagt, der Mann soll arbeiten gehen, ich chill zu Hause, wenn er gut verdient, soll er mein Leben bezahlen. Was sagst du dazu? Ich sag mal Arsch, sorry. Man sagt auch, Männer sollen arbeiten gehen, die Frauen bleiben zu Hause, Haushalt, ist kochen. Ist doch Emanzipation. Oder nicht Gleichberechtigung. Mann muss arbeiten gehen, Frau muss arbeiten gehen. Findest du? Normal. Bei mir zu Hause, ich koche auch. Hast du eine Frau? Ja, natürlich. Geht die auch arbeiten? Natürlich. Zahlt die Hälfte, Hälfte Miete? Natürlich. Wenn ich jetzt irgendwann hingehe, so, ey, Amira, fuck mich nicht ab, schreib mir nicht mehr. Ich melde mich morgen. Ja, wenigstens sagst du mir das. Ja. Wenigstens schreibst du mir das. Ah, dann ist okay? Ja. Was ist, wenn ich dich ignoriere einen Tag? Dann ist vorbei. Ich schreib dir 1000 Nachrichten. Ich ruf dich 1000 Mal an. Ey, wenn ihr mal in Kassel seid, du kannst mich mal Insta anschreiben, ich führe dich mal ein bisschen durch Kassel und so. Ich kann dir auch diese komischen Ecken hier zeigen. Ich bin morgen noch hier. Komm, wir gehen abends Jägerstraße, wo die ganzen Junkies sind. Warum kennst du dich so gut da aus? Wir jeden Tag. Ihr seid da jeden Tag? Warum? Wir chillen da. Mit den Junkies zusammen. Was? Mit Junkies zusammen? Nein, Spaß. Wie würden dich die Leute in 3 Wörter beschreiben? Geht schon. Wie würden mich die Leute mit 3 Wörtern beschreiben? Sag doch mal. Oder der ignoriert Ayabo, Teo, Pies, Teo. Komm doch mal her, Digga, was ist los mit dir, Mann, das Sicken, Digga. Ich schreie durch die ganze Stadt, Digga. Wir spielen jetzt eine Situation. Okay. Ich schreibe dir nicht. Aber ich sag dir auch einen Grund, okay? Ja. Schreie, was soll das? Was denn? Schreibst du mir nicht? Guck mal. Gerade ich habe sehr viele Sachen im Kopf. Ich habe sehr viele Sachen im Kopf. Ich habe jetzt keine Zeit, dir noch zurückzuschreiben. Du schreibst sowieso gerade Müll. Ah, zum Beispiel schreibt Müll. Warum schreibe ich dann mit dir noch? Das weiß ich nicht, das ist ja deine Sache. Ich hab gerade reingekackt. Ich wollte das gar nicht sagen. Was wolltest du sagen? Keine Ahnung. Ich war gerade richtig verletzt. Richtig verletzt. Richtige Trauma kommt hoch. Ich so, ey, warum schreibst du mir nicht?
Ich dachte, dass du jetzt richtig ausrastest. Kayan, was soll das? Ich dachte, wir lieben uns. Du gibst mir keinen Freiraum. Was brauchst du denn einen Freiraum? Du brauchst den nicht. Du bist mit mir. Da ja, brauchst du keinen Freiraum. Dann geh mal ein bisschen aus diesem Freiraum raus. Nein. Ey, die armen Jungs. Gell? Ey, hier geht's richtig ab. Jägerstraße, da musst du wirklich hin. Ja. Ja, warum seid ihr da? Nicht nur wegen den Junkies, da fahren auch geile Autos vorbei. Wirklich. Ja, und dann, was bringen wir die anzugucken? Ja, und? Also, gibt's das, was ich genieße das, diese geilen Autos. Was? Egal, nix. Du genießt es, wenn ein Auto vorbeifahren? Ja. Da fährt so ein Ferrari vorbei. Ja, oh, ein Maserati. Oh, Scheiße. Wie ist es denn, wenn du so ein Auto siehst? Ich sag so, wow, ich gucke nur an, bis er wegfährt. Mehr nicht. Ich mach nicht so dies, das. Yeah, oh. Ich nur die Autos. Ich kann nicht mehr. Amira, ja. Das ist nicht korrekt von dir. Warum schreibst du mir nicht zurück? Cheyenne, ich sag dir ganz ehrlich, du nervst mich. Ich hab keine Lust mehr. Ich sag dir das jetzt hier offen und ehrlich. Du penetrierst mich damit, du schreibst mir, du rufst mich an. Ich kann nicht mehr. Tschüss. Ja, aber sag es doch einfach. Tschüss. Okay, wenn du diese Autos siehst, was geht in deinen Kopf vor so? Bleibst du dann stehen? Nein, direkt, ich will auch so ein Auto haben. Was ist dein Traumauto? Boah. Wie heißt das eine Mercedes, diese große? GLE. Genau. Oder G-Klasse. Ja, das ist ja richtig geil. Was würdest du für dieses Auto tun? Hart arbeiten, sparen, auf jeden Fall bar bezahlen. Kein Millionär der Welt zahlt ein Auto bar. Jeder Millionär sagt, ey, wenn ich 200.000 Euro für ein Auto ausgebe, mit den 200.000 kann ich noch mehr Geld machen. Ich hole mir den für eine Rate für 1.000 Euro im Monat. Okay, vielleicht überlege ich mir das anders. Jeder Millionär. Ich schwör's, jeder. Wen wollt ihr grüßen? Valentina, ich hoffe, du siehst das Video. Lass dich grüßen. Er ist in Kassel. Und ja, und meine Freundin Jale, die habe ich gestern auch getroffen. Ich grüße Adelina, sie arbeitet gerade. Die ist im TK Maxx im Date, sie arbeitet. Ich grüße. Wo arbeitet die? TK Maxx, kennst du das nicht? Hier ist auch eine. Ja, warum sagst du das aber beim Grüßen? Ja, und weil sie auf der Arbeit ist. Ich will dich grüßen, die Arbeit bei TK Maxx. Kennst du, die ist so alt, die hat diese Blutgruppe, die hat Freund. Das Video ist jetzt zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für euren Support, für eure Herze. Like dieses Video, nimmt diesen Like-Button auseinander, ja? Macht mal Hashtag Ebbe. Aber schreibt das so Ebbe. Abonniert diesen Channel, macht die Glocke an. Ciao, das Video ist zu Ende. Ciao, Ebbe.